Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wie immer, euer Ganschott, und heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von den Fragen und Antworten zu Escape from Tarkov. In der letzten Folge haben wir ja die Fragen 1 bis 20 gehabt, und in dieser Episode oder in dieser Folge machen wir die Fragen 21 bis 40. Denkt daran, das sind die offiziellen Antworten der Entwickler auf die Fragen der Community und Zeitschriften, die bisher gestellt wurden. Also die Sammlung, die sich komplett auf der Homepage von Battlestate Games befindet, einfach nur für euch übersetzt und im Endeffekt noch einmal ein bisschen was dazu gesagt, damit ihr da auch besser klarkommt. Ich hoffe, es sind vielleicht auch ein paar Fragen dabei, die ihr bisher selbst noch nicht beantwortet gekriegt habt, und würde sagen, legen wir einfach mal los. Frage Nummer 21. Wie werden sich die PC- und Konsolenversionen in der Grafik unterscheiden? Es ist laut den Entwicklern immer noch ein bisschen zu früh, über die Konsolen zu sprechen, aber die PC-Grafikqualität wird natürlich höher sein. Frage Nummer 22. Wird es ein PC-Exklusivtitel oder ist auch ein Konsolen-Release bereits geplant? Die Entwickler planen auch eine Veröffentlichung auf Konsolen, jedoch steht die Entwicklung und Veröffentlichung der PC-Version an erster Stelle. Frage Nummer 23. Wird das Spiel über Steam erhältlich sein? Ja, aber zuerst werden die Entwickler das Spiel wohl auf der eigenen Website verkaufen, bevor die das im letzten Ende auf Steam veröffentlichen. Frage Nummer 24. Wird das Spiel den Steam Workshop nutzen? Könnte sein. Die Mods müssen richtig von den Entwicklern ausgewertet werden, um akzeptiert und in das Spiel eingeführt zu werden. Mods, die das Gameplay verändern allerdings, werden nicht erlaubt werden, da das Spiel halt online basiert. Frage Nummer 25. Werden die Spieleentwickler Videoblogs posten oder wird bis zur Veröffentlichung alles geheim bleiben? Ja, es gibt halt bereits die Entwicklertagebücher, die ihr ja wahrscheinlich auch schon auf YouTube, gerade auf dem Kanal von Battlestate Games selbst, gefunden habt. Frage Nummer 26. Wird es ein Bug-Report-System in der Beta geben? Einfache Antwort: Natürlich wird es das geben. Frage Nummer 27. Wird es Closed-Beta-Kriterien geben? Wenn ich Zutritt zur Beta bekomme, werde ich das Spiel nach dem Release noch einmal kaufen müssen? Es gibt keine Kriterien für die Spieler der Beta-Auswahl, aber die Entwickler werden die Spielerstatistiken sammeln. Wenn die Spieler sich auf der Website angemeldet haben und eine Einladung in die geschlossene Beta erhalten, wird ihnen auch gleichzeitig eine kostenlose Testversion zur Verfügung gestellt. Nachdem jedoch die Beta beendet ist, haben die Spieler dann das Spiel zu kaufen, um es halt weiterspielen zu können. Ich habe mich zum Beta-Test angemeldet. Wie und wann werde ich wissen, ob ich eingeladen bin? Ja, wir als Spieler erhalten eine E-Mail mit Einladung der Beta, sobald es dann halt beginnt. Frage Nummer 29. Wann beginnt der Beta-Test? Ja, die Daten dazu sind noch nicht bekannt. Frage Nummer 30 war, wann der Alpha-Test halt starten wird. Auch hier an der Stelle nochmal am 4. August 2016. Frage Nummer 31. Was sind die Systemvoraussetzungen für Escape from Tarkov? Das sind vorerst die Systemanforderungen, die Battlestate Games veröffentlicht hat. Allerdings behalten sie sich vor, da noch Änderungen vorzunehmen, da natürlich noch einiges an Qualität optimiert wird und dadurch sich das auch noch ändern kann. Die Systemanforderungen habe ich euch jetzt hier einmal eingeblendet, damit ihr euch die mal kurz angucken könnt. Falls ihr die halt genau sehen wollt, einfach mal kurz auf Pause drücken oder einfach auf die Homepage gehen und sich das da nochmal durchlesen. Frage Nummer 32. Wird es Naturkatastrophen geben, die die Geschichte verändern, also phänomenale Hitzewellen zum Beispiel? Es sind auf jeden Fall keine Katastrophen geplant, aber es wird unterschiedliche Wetterverhältnisse geben. Frage Nummer 34. Werden die Nahrungsmittelversorgung verderben? Ich weiß jetzt nicht genau, noch nicht. Also das bleibt vielleicht noch offen, ob die Sachen, die man im Endeffekt findet, auch noch verderben können. Ja, meine Freunde, und ihr werdet zwischendurch wahrscheinlich merken, dass ich ab und zu einen Punkt überspringe von 32 mal auf 34. Da geht es gerade darum, dass dann halt eine doppelte Frage da war. Quadratkilometer. Und, ja, deswegen habe ich die halt rausgelassen. Frage Nummer 35. Wird es für die aktivsten Tester Bonis geben? Das ist auf jeden Fall sehr wahrscheinlich. Frage Nummer 36. Wenn ich alles verliere, was ich bis dahin hatte, was mache ich dann? Es ist also praktisch unmöglich, alles zu verlieren. Sachen lassen sich zum Beispiel in Lagern sichern und abrufen. Auch die Fähigkeiten, die Versteckgröße, Beziehungen mit Händlern bleiben erhalten. Frage Nummer 37. Freier Zugang zu DLCs in den Edge of Darkness Versionen bedeutet freie DLCs für das Leben oder zeitlich begrenzte Saisonkarte? Kostenlose DLCs für immer bedeutet das, meine Freunde. Und das finde ich hammergeil.
Das finde ich wirklich hammergeil. Dadurch setzt sich im Endeffekt wirklich Battlestate Games mal so ein bisschen von den Mainstream-Machern ab und versucht nicht jedes Jahr im Endeffekt wieder richtig Kohle zu scheffeln. Natürlich hoffe ich, dass natürlich die DLCs nicht Ewigkeiten auf sich warten lassen und natürlich auch in vorangehenden Jahren immer weiter kommen. Frage Nummer 38. Wird es eine Demo oder eine offene Beta geben? Also es wird auf jeden Fall keine Demo-Version geben des Spiels, aber es wird eine offene Beta geben. Frage Nummer 39. Wird es eine Spawn-Begrenzung für die Scarf geben? Zum Beispiel 10 Scarfs töten und dann ist man relativ sicher, da einfach keine Nachspawn. Die Grenzwerte dazu werden wohl nach Standort bestimmt, aber es wird einfach auch Grenzwerte geben, wie ich das rausgelesen habe. Das heißt, ab einer bestimmten Zahl spawnt erstmal nichts direkt nach. Frage Nummer 40. Wir wissen von 3 spielbaren Fraktionen. Wird es in Zukunft noch mehr geben? Die Entwickler sagen klipp und klar, nein. Ja, meine Freunde, das war's dann auch erstmal mit den Fragen 21 bis 40. Wie gesagt, ich hoffe, es war noch ein bisschen was dabei, was ihr noch nicht wusstet. Vielleicht ja denn bei den nächsten Fragen und zwar dann bei 41 bis 60. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Hoffe natürlich auch, dass das Video euch gefallen hat. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es so war. Falls nicht, wie immer, konstruktive Kritik in die Kommentare, meine Freunde. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer was. Euer Gunshot.